Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate World of Light. Hoffentlich das Finale. Zumindest glaube ich das. Ich habe das so ein Gefühl. Ob es so ist, weiß man ja bei dem Spiel sowieso nie. Aber gut, wir wählen auf jeden Fall Simon als unseren Kämpfer. Und als zweiten Alk mag ich zwar sehr gerne, aber er ist halt einfach nicht mobil genug, um sich hier zu retten. Deswegen probieren wir Captain Falcon. Ist er wirklich mobiler? Bin mir nicht sicher. Wer ist denn noch kommen? Dann Pikachu als unsere letzte Hoffnung. Pikachu natürlich immer mit dem Pokémon Smaragd Stirnband. Captain Falcon natürlich immer in Pink. Und Simon haben wir eigentlich keinen Simon-Look. Die sehen auch nicht alle so doll aus. Und nehmen wir mal den hier. Ja, Simon ist halt nicht so doll, aber er hat uns jetzt halt durch den Großteil des Abenteuers begleitet. So, Geister. Gucken wir mal, was die Autowahl sagt. Autoheilung. Halt alle 5 Sekunden eigenen Schaden. Eigentlich finde ich das ganz cool. Eigentlich finde ich das ganz cool. Ein ausgeglichener Geist dazu. Ja. Probieren wir es damit. Also. Bin ich jetzt erstaunt, aber ich meine, ganz so doof klingt das nicht, sich immer so ein bisschen Heilung hier reinzuschummeln. Das klingt eigentlich sogar sehr gut für diesen langen Climb, den wir da vor uns haben. Natürlich müssen wir auch ein bisschen mehr aufpassen, aber ja, ich bin dem definitiv nicht abgeneigt. Aber jetzt ist das halt so ein Plattformer irgendwie geworden, ne, das Spiel. Vielleicht hätten wir auch einen Sprungmeister hier nehmen sollen. Okay, es sind andere Gegner. Ich hatte euch ja im letzten Part die Frage gestellt, ob es andere sind. Die waren definitiv letztes Mal nicht da, oder? Glaube ich zumindest. So, wo ist unsere Autoheilung? Sind das 5%, die uns alle 5 Sekunden geheilt werden, oder? Könnte ganz gut sein. Wir sind schon wieder bei 0%. Natürlich, bei dem Kampf hatten wir eigentlich noch nicht so die Probleme, weil wir hier die Maxi-Tomate kriegen. Aber gut, vielleicht hilft uns das ja später weiter. Also ich denke auf jeden Fall, dass es eine gute Sache ist. Ich müsste halt meine Plattformer-Skills nochmal weiter verbessern. Oh Gott! Oh Gott. Jetzt haben wir eine Menge Schaden gekriegt. Da müssen wir jetzt natürlich eine ganze Weile warten, bis der weggeheilt ist. Oh, das ist eine Maxi-Tomate. Die hilft uns natürlich auch bei der Heilung. Natürlich versuchen wir die Plattform hier so spät wie möglich zu betreten, um noch den potenziellen Damage hier irgendwie rauszuholen. Noch können wir hier ganz gut spammen. Das sollten wir natürlich in Anspruch nehmen. Jetzt ist Luigi hinter uns. Und wir kriegen Projektil-Spam ab. Ich wusste gar nicht, dass wir mit Celebi so einen coolen Geist haben. Natürlich lohnt sich halt nur bei so richtig langen Kämpfen. Aber ich meine. So. Darin, mein Guter, und Lukas, mein Guter, der sich hier wegschildet. So, Daraini Beni. Ah, der lebt immer noch. So, jetzt aber nicht mehr. Jetzt brauchen wir die Maxi-Tomate bei diesem Kampf abschnitt schon mal nicht mehr. Das ist ja gut. Nicht treffen lassen. Das ist relativ wichtig, da wir sonst volle Kanne drauf gehen. Jetzt halt immer versuchen, hier möglichst nicht getroffen zu werden. Auch wenn das nicht immer funktioniert. So, unser Jetpack ist weg. Kriegen wir noch ein bisschen Heilung, bevor wir die
Plattform betreten? Nur so ein bisschen, ne? Okay. Da schon mal ein Kill von den Lichtgeistern hier. Sehr erfreulich. Kann ich eigentlich in diesem Ultra Brawl auch Celebi als Geist auswählen? Geht das? Gibt es da so eine Geisterverstärkung? Ich denke mal nicht. Aber dann... Nein, nein! Bitte nicht, bitte nein! Nein! Oh, wie scheiße ist das denn? Mist. Das ist jetzt echt schlecht gelaufen für uns. Dass wir da jetzt schon... Punch. Okay, er hat einfach den Falco Punch gefressen. So. Weg, 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 weg. Ich hab gesagt, weg! So, ein guter Kick. Und jetzt müssen wir versuchen, dass wir uns noch auf dem Weg ein wenig aufheilen können. So, puh. Das war ja schon fast wieder knapp hier. Oh Gott, die Bob-Oms. Nein. Puh. Sehr gut ausgewichen. Oh Gott, oh Gott. Okay, hier ist noch eine Stage. Ich glaube, so weit waren wir noch nie, oder? Und wir sehen hinten schon mal Kira im Hintergrund. Und das auch. Wollte ich nur mal erwähnen, falls es irgendwen interessiert, was im Hintergrund passiert. Das könnte ja doch ein wichtiger Teil hiervon sein. Komm, lauf einfach mal einen Falco Punch rein. Falco Punch rein, das wäre doch voll sweet. Okay, die beiden. Momentan bekämpfen die sich so ein bisschen selber. Das will ich denen eigentlich gar nicht ausreden. So, ein paar Hits. Haben wir also auch mal gelandet. Und Zelda. Und Ganondorf. Ganondorf ist wohl relativ schnell verschwunden. Luma. Rosalina mit Luma. Von der dunklen Seite kommt sie her. Ich weiß nicht, ob sie sich das aussuchen konnte. Ich denke, Rosalina denkt immer, dass sie eigentlich eine der Guten wäre. Okay. Wir sind also nach oben hochgeschritten. Was passiert jetzt? Ich bin schon ein bisschen gespannt. Also das Ende gefällt mir jetzt ja schon. Also ist doch schon, muss ich sagen. Eigentlich gefällt mir das. Kann man so sagen, dass mir das vielleicht gefällt. Okay. What? Okay, ich habe jetzt einen Geist geschlagen. What? Okay. So, das haben wir weggetankt. Muss ich jetzt auswählen, gegen welche Bosse ich nochmal. Oh Gott, jetzt haben wir Damage gekriegt. Oder muss ich jetzt gegen alle Bosse nochmal kämpfen? Oder ist das jetzt einfach nur, weil ich den einen Spirit attackiert habe? Ups. Leider haben wir uns natürlich jetzt relativ wenig geheilt. Am Ende des Kampfes. Was natürlich nicht so gut ist. Aber naja. Ah, doch. Das sind die Gegner. Das heißt, wir können uns ungefähr auswählen, gegen wen wir kämpfen wollen. Huh.
Gegen wen wollen wir denn kämpfen? Dracula war ja eigentlich relativ schwer. Wir können uns erstmal voll heilen, ne? Okay, ja, da sind die so ein bisschen sauer, dass wir warten, aber wir heilen uns ja gerade, deswegen. Und es ist einigermaßen egal. Komm, Bowser. Wir haben Dracula getroffen, oder? Ja, wir haben Dracula getroffen. Unschön. Aber gut. Wir wissen ja, einfach auf den Kopf drauf treten. Wieso kriege ich ihn jetzt nicht rein? Oh Gott, das gefällt mir nicht. Oh Gott, Shield Break. Ich wollte gerade sagen, wegge. Aber anscheinend haben wir es irgendwie. Oh Gott. Oh, der hat gesessen. Der auch. Und das anscheinend auch. Ja. Gott, übertreib mal nicht, Junge. Nein! 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 Oh nein, oh nein. Jetzt ist er in seiner weiteren Stage angekommen und wir sind leider am Ende unserer Power angekommen. Wir wissen ja, dass diese Stage hier eigentlich relativ stark ist. Also warten auf Heilung ist irgendwie wenig effizient gegen Dracula gewesen. Oh Gott. So, huh. Haben wir mal einen Hit hier ausgeführt. Und heilen uns hier ein wenig. 77 Leben, oh Gott. Ein Herzcontainer. Den nehmen wir natürlich gerne. So, wir haben jetzt irgendeinen davon getroffen. Wahrscheinlich müssen wir einfach gegen alle Bosse hier einmal kämpfen. Ach, gegen den Drachen, den guten Drachen, ja, den haben wir getroffen. Oh Mist, das wollte ich eigentlich wegschilden. Wir können einfach mal ein bisschen Projektil-Spam betreiben. Ja, und genau das haben wir gemacht, aber ich war mal so frei und habe das hier übersprungen, da ich da tatsächlich relativ wenig während des Kampfes geredet habe. Und weiß ich nicht, das ist halt jetzt auch nicht zielführend. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Part relativ lang wird. Irgendwie habe ich mich da mit der Zeit wohl komplett verschätzt. Oder ich wollte unbedingt, dass es das Ende ist. Ja, das wird jetzt wohl ein bisschen länger, deswegen ist das, glaube ich, nicht schlimm. Okay, komm schon, wir brauchen nur noch einen Hit. Puh. Das war doch schon wieder relativ close. Das ist zwar unschön, aber ne, wir sollten uns trotzdem erfreuen, dass wir das geschafft haben. Und jetzt müssen wir uns versuchen, als Pikachu ein bisschen wieder aufzuheilen. Weil so ganz angeschlagen will ich jetzt eigentlich nicht da in den Kampf treten. Dafür haben wir jetzt ja den Bonus, außerdem haben wir keine Leben mehr über. Was sehr, sehr schlecht ist. Aber gut. Ein paar Projektile noch von oben. Ja, tut mir leid, dass wir jetzt halt warten müssen. Aber das gehört halt zu der Technik hier dazu, dass wir halt überleben. Weil, naja, wenn wir haben halt die Heilung, ne? Die sollte man jetzt auch nicht verschenken, ne? Das wäre halt ziemlich schwachsinnig. Vielleicht machen wir einen Fast Forward. So, auf in den nächsten Kampf. Einen schönen Kick haben wir hier ausgeführt. Und sind nun bereit gegen... gegen einen relativ unschönen Zeitgenossen zu kämpfen.
genau! Das war ja so, dass man nur ihn von hinten... attackieren kann. Ja, jetzt... können wir auch einmal ein bisschen fair bleiben, dass ich dich auch von hinten attackieren kann. Komm schon, Donner. Mach ein bisschen Damage. Bitte, Donner, komm schon. Jetzt hat er uns leider ein wenig erwischt. Oha. Immerhin, wenn er aus dem Bild rausläuft, kriegen wir ein bisschen Zeit, uns hier zu heilen. Okay, die war jetzt aber nicht so lang. Allerdings nur 29% am Ende. Ist doch eigentlich ganz guter Wert, 24 sogar. Und dann haben wir einen weiteren Bosskampf bestritten. Kann ich das eigentlich liegen lassen? Weil ich kann mich jetzt ja... vielleicht brauche ich das ja nach dem nächsten. Weil ich kann mich jetzt ja durch meine normale Power ein bisschen heilen, ne? Weiß nicht, ob ich das unbedingt brauche. Sind das nur noch Bowser und... es sind nur noch die beiden, die gegeneinander kämpfen, ne? Das heißt, wir sind relativ nah am Ende. Dann regeln wir das jetzt mal, würde ich sagen. Hallo? Darf ich? So, wir haben also einmal Bowser auf die Schnauze gegeben. Vielleicht im letzten, vielleicht im vorletzten Bosskampf. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie es aufgebaut ist. Auf jeden Fall müssen wir jetzt gegen Giga Bowser antreten. Der ist einfach nur stark. Aber wir sind Pikachu, das heißt, wir sind ein Pokémon, das heißt, wir sind stärker. Oh, wir wurden gegrabt. Nochmal gegrabt, ja! Ja, nochmal gegrabt hier. Können wir das mal mit den Grabs sein lassen, bitte? Oh Gott. Das ist eine Menge Damage, die wir gerade einstecken. Kannst du nicht einmal K.O. sein? Oh Gott. Oh nein. Ich versuche mich hier gerade ein bisschen gegen zu heilen, ja? Oh Gott! Jetzt geben wir einfach nochmal einen schnellen Kick, dass das hier vorbei ist. Weil sonst wäre das echt noch unschön gewesen hier. Puh. Na gut. Okay, unser Herz ist noch da. Das snacken wir uns natürlich. Und nur noch ein Bossgegner über. Zeit für den letzten Bosskampf. Den wir hier nun auswählen. Bin mir nicht mehr ganz so sicher, was hier mit dem Kampf war. Also ich erinnere mich an dieses creepy Ding. Erinnere ich mich an dieses creepy Ding? Aua. What? Übertreib mal nicht. Übertreib mal nicht, Alter, was der für Attacken hier drauf hat. Uff. Was? Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Das tat auch nicht gut. Jetzt kommt er von da wieder hoch. Was ist das denn für eine Attacke? Ich weiß nicht mal, woher der kommt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, woher der Max kommt. Nein! Oh!
Nicht gut. Okay, Sicheln sind jetzt anscheinend so sein Ding. Und der letzte Hit, sehr, sehr schön, von Mr. Pikachu himself. Und damit ist er auch K.O. Und wir haben wieder ein Herz zur Verfügung. Das snacken wir uns schnell, bevor hier die Schwarzblende kommt. Und bevor auch sonst was passiert. Oh Leute, das ist schon echt lang hier gerade, ne? Muss man ja schon mal sagen. Wir sind auf Final Destination, Kira und Das fighten jetzt gegeneinander. Okay, beide also im Bosskampf hier. Ich weiß nicht, ob wir uns auf jemanden fokussieren sollten. Nein! Wieso habe ich so einen Fehler gemacht? Wir haben Leben zurückgekriegt. Wie fresh ist das denn? Wann haben wir denn Leben zurückgekriegt? Okay, da sollte uns ja nichts treffen. So. Oh Gott. Oh, wir nehmen jetzt gerade schon eine Menge Damage. Wann haben wir denn die Leben zurückgekriegt? Komm schon, gegen Kira ein bisschen stichern können wir hier. Aua, das war vielleicht ein elementarer Fehler. Komm schon. Okay, er haut also direkt auch auf Kira ein. Was mich natürlich freut. Was? Bitte? Könntet ihr das unterlassen? Oh, guck mal, wie viel Prozente wir haben. Das kann definitiv nicht gut enden für uns. Wir sind auch so ein bisschen... Okay, das Feuer ist relativ nervig. Komm schon, kriegen wir Das auch noch auf die Hälfte, dass Kira vielleicht auf Das drauf tritt. Okay, jetzt verwandeln die sich also in Kämpfer. Wieso? Der hat gerade meine AB nicht gemacht. So ein Nonsens. So ein Nonsens. Ja. Ja, genau. Ich meine, warum nicht? Ja, ich habe geschildert. Das ist zu viel Damage. Oh Gott, Leute. Wo bin ich denn jetzt? Oh Gott. Kann ich bitte irgendwie Leben haben? Nein. Wenn ich jetzt Revanche drücke, wo komme ich raus? Okay. Wo ich rauskomme, wenn ich Revanche drücke, das werden wir beim nächsten Mal rausfinden. Ich hoffe, dass es nicht ganz am Anfang ist, weil sonst puh. Ja, das finden wir beim nächsten Mal raus. Wünschen mir Glück und dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Super Smash Bros. Ultimate World of Light. Tschüss.